Der Rest der Welt hat es schon verstanden. Deutschland ist komisch und wir Deutschen sind auch komisch, nur halt nicht lustig. Das Handtuch werfen zum Beispiel nehmen wir Germanen wortwörtlich. Wie das funktioniert? Handtuch auf die Fläche legen. Zack, dieses Video gehört jetzt mir. Habt bestimmt schon mal gesehen, gehört oder am eigenen Leib miterlebt, wie deutsche Urlauber den Strand einnehmen. Dann griff die Handtuchnation an. Und alles änderte sich. Und das fällt natürlich den anderen Nationen dieser Erde dann auf. Sass. Und in Zeiten von YouTube, TikTok und Roblox sind dann eben Videos wie Deutschland, das ist komisch und 7 komische Dinge in der deutschen Kultur die Antwort auf unser kollektives Deutschsein. Und wenn du jetzt schon kommentierst, dass du ja gar nicht typisch deutsch bist, weil zugezogen O.L. Wenn du eine Sache hiervon kennst, regelmäßig machst oder konsumierst, dann bist du at least im Herzen ein bisschen deutsch. Schultüte. Es gibt sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel nur zu den Stereotypen über Deutsche. Und da ist ein großer Punkt. Vorurteil Nummer 1. Wir Deutsche haben keinen Sinn für Humor. Bei internationalen Umfragen, wer denn das unlustigste Land der Welt ist, gewinnt quasi immer unser gutes altes Vaterland. Aber dann 0 Punkte beim ESC. Ist klar. Und überleg mal. Das unlustigste Land der Welt. Der ganzen. Da sind auch Russland und Nordkorea mit drin, Alter. Das ist doch der Hammer. Und Sichel! Okay, vielleicht haben wir wirklich keinen guten Sinn für Humor, aber dass wir so unlustig sind, ist natürlich nur ein böses Vorurteil. Trotzdem, ich bin ja das, was manch einer als deutsche Kartoffel bezeichnen würde und ich versteh's. Das Lustigste an Deutsch ist, wenn jemand mit einer anderen Muttersprache versucht, zu sagen, die sehen den Umlaut, oh, die sind tot. Es heißt übrigens Vaterland, weil alte weiße Männer, und Muttersprache, weil Frauen damals meist kein Latein gelehrt wurde und sie somit nur die Umgangssprache beherrschten. Yay, aber zurück zum Deutschen. Unendlich lange Wörter wie Komposita, Adjektivdeklination, Numerus, Genus, Kasus, Penus. Englisch mit seinen läppischen 121.000 Wörtern und einfacherer Grammatik ist einfach oft leichter zu verstehen und zu sprechen als Deutsch mit 5 Millionen Wörtern. 5 Millionen. Deutsch ist entsprechend schwer zu sprechen und selbst wenn wir mal einen guten Witz machen würden, den muss ja auch erstmal jemand anderes verstehen. Der Konjunktiv 2 für ich backe ist ich büke. Büke? Ist das nicht ein Baum? Und nachdem das letzte Video von euch gefeiert wurde, aber auch zu Recht gesagt wurde, dass ich maximal die germanische Kruste angekratzt habe, stellen wir endlich weitere Vorurteile und Stereotypen um uns Deutsche auf den Prüfstand des neupreußischen TÜVs. Und wie das Schunkeln zum Viervierteltakt gehört natürlich auch das Liken bei einem Video, was dir gefällt. Ist nur so ein, kannst du machen. Und falls du das erste Video noch gar nicht gesehen hast, keine Sorge, es macht keinen Unterschied, ob du das jetzt vor oder nach diesem Teil schaust. Ja, wir brechen heute mit der Tradition, dass wir Deutsche immer geordnet und effizient sind. Aber da kommen wir gleich erst zu. Erstmal zurück zu der hiesigen Unlustigkeit. Es gibt tatsächlich mehr oder weniger wissenschaftliche Analysen dazu, warum Deutsche einfach nicht so funny sind wie der Rest. I mean, ein Land, das die Welt angezündet hat, zweimal und Grinsebacken wie Angela Merkel in den höchsten Ämtern hat, wirkt halt historisch nicht so lustig. Guck mal, wie die lacht! Und hierzulande sind dann auch noch Sternchen wie Mario Barth die bekanntesten Comedians. Und Luke Mockridge holt auf. Ich will's nur sagen. Wir Deutsche geben uns also vielleicht wirklich in Sachen Humor mit viel zufrieden. Überleg mal, Malternativ hat fast 750.000 Abonnenten. Ey, Bastian Pastewka, der ist allerdings cool und der war, Fun Fact, auf derselben Schule wie ich. Und sahst du bei deiner Einschulung auch in etwa so aus? Dann bist du ziemlich deutsch. Genauso wie wenn du Weihnachtsmärkte kennst und dein stilles Wasser im Restaurant brav bezahlst. Und ja, das bin ich, erster Tag der Grundschule, ohne Ahnung, was für eine grausame Zukunft auf mich wartet. Aber vor allem und für uns heute relevant, mit Schultüte und Socken in Sandalen. Ich bin deutsch. Schultüten gibt's in Deutschland und vor allem quasi nur hier schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts und werden auch Zuckertüte genannt. Nicht verwechseln. Zuckertüte, Tütenzucker. Würfelzucker dagegen hat selbstverständlich auch ein Deutscher, damals Österreicher, heute Schweizer, neu erfunden. Ländergrenzen im Verlauf der Jahrhunderte. Jakob Christoph Rath. Und deutscher als ein Quader mit gleicher Kantenlänge aus Zucker ist eigentlich nur noch das Denkmal für diese zahnbrechende Erfindung. Einfach die Merkel unter den Denkmälern. Mit der Zuckertüte soll dann aber jedenfalls den Kleinen zum Schulstart der Ernst des Lebens sprichwörtlich versüßt werden. Und eigentlich steht das schon sinnbildlich für unseren Humor. Bisschen Zucker auf Scheiße, wie Starbucks. Und mit diesem Abstecher in die grausame Schulzeit könnte man sagen, Vorurteil belegt. Irgendwie.
Es ist ja ein Fakt, der Kuchen ist eine Lüge. Aber was, wenn das gar nicht stimmt und man nach Hause kommt und es duftet einfach herrlich nach Apfelkuchen und dazu noch ein Glas Milch und Und jetzt stell dir mal vor, du könntest beides auch noch kombinieren. Fusion! Klingt geil, dann hat Just Legends den perfekten Geschmack für dich. Ich präsentiere den brandneuen Apple Pie Performance Milkshake. Der schmeckt gut und hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das Apfelwunder kannst du jetzt direkt über den ersten Link in der Beschreibung oder diesen QR-Code shoppen. Wichtig, ist ein saisonales Produkt, heißt schnell zuschlagen, wenn du diese Sorte probieren willst. Und wie bei allen anderen Milkshakes von Just Legends gilt, 5 Gramm Pulver auf 300 Milliliter Milch deiner Wahl mixen und shaken. Minimal Zucker, kaum Kalorien, dafür viel Boost, dank natürlichem Koffein. Für 34,99 Euro bekommst du einen Tab für 50 Portionen. Halt, stopp, Alter, was machst du da? Wolltest du einfach so bestellen? Du hast doch das Wichtigste vergessen. Code Malternativ für 15% Rabatt. Erster Link, QR-Code, gönnen. Und da kommen wir dann zu Vorurteil Nummer 2. Deutsche sind immer pünktlich, denn Pünktlichkeit ist eine Tugend. Nein, du nicht. Aber stell dir folgende Situation vor. Du schlenderst durch die Fußgängerzone, liest schön altdeutsche Straßenschilder wie am Tittenberg, denkst dir nichts Böses und dann stehst du an der Bushaltestelle. Und auf einmal, bam, Nervosität, Schweißausbruch, Therapie nötig. Warum? Naja, da steht 13.04 Uhr, aber der Bus ist um 13.08 Uhr. Immer noch nicht da. Ich persönlich finde das schrecklich. Ich berechne aber legit auch die doppelte Reisezeit bis zum Hauptbahnhof, obwohl ich weiß, dass der ICE da eh nicht pünktlich ist, verkehrte Wagenreihung hat und die Sitzplatzreservierung versehentlich gelöscht wurde. Es gibt wahrscheinlich nicht umsonst deutsche Sprichwörter zur Pünktlichkeit. Pünktlich wie die Maurer. 5 Minuten vor der Zeit ist es deutschen Pünktlichkeit. Ich hau dir in die Fresse, wenn du mich nochmal so lange warten lässt und scheiß dir in den Hals. Ja, ich glaube, das ist auch einer. Ich bin damit doch nicht alleine. Oder? Wenn eine Party stattfindet, dann komme ich schon 15 Minuten, nachdem sie anfängt. Und das ist ja schon eigentlich früh, weil man ja weiß, dass eine Party später anfängt. Ich glaube, ich bin deutsch. Und damit Vorurteil belegt. Leider, aber immerhin pünktlich. Allerdings ist natürlich nicht alles an Deutschland schlecht. Manches ist sogar gut und manches ist einfach nur deutsch. Vorurteil 3, die deutsche Effizienz. Selbstschneidende Universalschrauben, deutsche Industrienorm, der Airbag, zu große Tickets für den Entwerter. Am Ende waren es tatsächlich viele Erfindungen von hier, die die Menschheit vorangebracht haben. Rollläden zum Beispiel. Rollladens are these metal or are these metal? Der Mann sieht aus, als hätte er gerade Gott gesehen, dabei war es nur wieder XL. Die Amerikaner dagegen, die kolonisieren die Sonne und verbieten ihr ins Fenster zu leuchten. Glaube ich. Und dann haben wir schon Rollläden, aber schlafen 20 Minuten weniger als der Rest. Das ist dumm. Deutsch. Aber effizient. Da revolutionieren wir schon das Licht und dann sowas. Toll. Was ich aber früher gar nicht wusste, Kippfenster sind auch deutsch. Oder Klingelschilder bei Mehrfamilienhäusern vor der Haustür. Anyway. Oder Einkaufswagen, die tatsächlich 4 frei bewegbare Räder besitzen. Look at this. In Amerika haben die nur eine Achse für die Lenkung. Warum? Dann wiederum, warum sollte ich mit meinem Einkaufswagen in alle Himmelsrichtungen fahren können? Zur Flucht, weil es an der Kasse zu stressig wird? Ich meine, wieder XL ist schon so effizient wie die Deutschen an der Kasse arbeiten. Alleine, dass hinter dem Kassenband so wenig Platz ist, wurde perfide geplant, damit man sich nach dem Bezahlen so schnell es geht. Verpisst! Effizienz! Und das belegt damit ja auch irgendwie gleichzeitig alle Vorurteile über deutsche Supermärkte. Das Level an Stress in einem Durchschnittslidl an der Kasse ist schon überdurchschnittlich. Und je nachdem, wo man wohnt, bringen die Leute ihre Einkaufswagen nach der Tortur auch immer, meistens, manchmal oder nie zurück. Warum? Richtig. Pfand. Pfand für Einkaufswagen, Pfand für Dosenbier, Pfand für die Becher am Weihnachtsmarkt, der übrigens auch durch und durch deutsch ist, weil wir so ein christliches Volk sind. Jesus hat damals auch gebrannte Mandeln und Glühwein zu Schlagermusik bekommen. Man sollte mal im Kindergarten 1,50 Euro Pfand einführen, dann gäbe es in Deutschland keine Waisen mehr. Rattenfänger von Hamel, einfach Vorzeit-Pfandsammler. Pfand gibt es aber überall, vor allem in meiner Wohnung. Pfand ist aber sinnvoll und sorgt dafür, dass es eben nicht überall so aussieht. In diesem Sinne an den Rest der Welt, Hef Pfand. Hab ich verdient. Wenn man ehrlich ist, ist das schon ein effizientes System, damit die Straßen eben nicht aussehen wie die Strände bei Seven vs. Wild. Und speaking of, wir haben vielleicht nicht so traumhafte Strände wie Panama, aber dafür deutsche, effiziente Werbeslogans, um Touristen anzulocken. Das Tourism Board Japan hat dafür endlose Entdeckungen gewählt. Die Malediven passenderweise die sonnige Seite des Lebens. Und für Deutschland gab's dann Deutschland, das Reiseziel. Ja, das ist ja nicht falsch, ne? Und es ist ähnlich kreativ wie die Werbeabteilung bei VW, die, oh Wunder, auch deutsch ist. Und deren Autos waren gar nicht so effizient, wie sie behauptet haben.
Das Auto, das Reiseziel, das Nutella. Fight me in the comments. Und der Berliner Flughafen wird ja jetzt auch nicht in Windeseile hochgezogen. Ob Effizienz also wirklich unser deutsches Steckenpferd ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Auf der anderen Seite gibt es mit DIN A4 und Co. praktische Papiergrößen, die entsprechend immer ein Vielfaches eines Standards sind. Wenn ich also doppelt so groß wie im selben Seitenverhältnis wie DIN A4 drucken will, dann nehme ich DIN A3. Der Wahnsinn. Auch was, was den Amerikanern die GMO-Birne platzen lässt. Einheiten, die was miteinander zu tun haben. So deutsch. Aber dann nehme ich ein DIN A4-Blatt und einen deutschen Standardbrief und weiß nicht, wie ich das da reinfalten soll. Alles sieht scheiße aus. Immer. Es wirkt so, als würde es passen. Aber es passt nicht. Deutsch. Das ist per Design so, dass es keinen Spaß macht, Briefe zu schreiben. Und kriegen ist sowieso nicht lustig, aber das hatten wir im letzten Teil. Vorurteil Bier. Bier ist wie ein Mettbrötchen mit Zwiebeln belegt. Aber wir sind ja hier für die Fakten. Wenn man sich an unser Lidl-Abenteuer von gerade eben zurückerinnert, ja, wir haben echt viel Bier. Zugezogene gehen in den Supermarkt, 10.000 Biersorten nach deutschem Reinheitsgebot und lösen sich auf. Krombacher, Radeberger, Astra, Weltins, Warsteiner. Von A bis Z, München bis Stralsund, Bier gibt's immer und überall. Wir sind vermutlich auch das einzige Land, das eine Biermap 24 hat. Bestell mal ein deutsches Bier und schau, was passiert. I want deutsche Bier. Na klar. Altbier, Bock, Export, Kölsch, Lager, Weizen, Schwarzbier, Zwickel, Rauchbier, Pilz, Märzen, ne Weiße. Then I have... Radler, Alster, Russ. Das eine Bier, was sich die Frau in der Werbung in den Bauchnabel kippt. Yes, then I have the second one. Krombacher, Oettinger, Bitburger, Veltins, Becks, Paulaner. Was darf's denn sein? Da stirbst du doch. Im Jahr trinken wir Deutsche durchschnittlich pro Kopf etwa 100 Liter Bier. Oh mein Gott. Aber warum eigentlich? Bis heute geht man davon aus, dass tatsächlich das Reinheitsgebot für Bier in Deutschland das Hopfengetränk zum Kulturgut aufgewertet hat. Bier trinken gilt seitdem auch in Deutschland eben als deutsch. I mean, frag die YouTube-Thumbnails. Aber eigentlich besagt das Reinheitsgebot nur in unterschiedlichen Gesetzesformen seit ungefähr 500 Jahren, dass in Bier nur das rein darf, was man fürs Bierbrauen auch braucht. Hopfen, Malz, Hefe und Wasser. Und Bier ist in Deutschland einfach ab 16 und davor gibt es sogenanntes begleitetes Trinken. Deutschland. Bist du okay? Ein Kind wird geboren. Ich habe nur eine Bier getrunken. Der Bierkonsum geht bei uns so weit, dass es in Kneipen und Restaurants oft das zweitbilligste Getränk ist. Und warum das? Weil Biertrinker sind Viertrinker. Es muss aber natürlich immer einen billigeren, non-alkoholischen Drink geben und das ist oft Cola. Oder Limo. Aber nicht Wasser. Ja, wenn man nämlich denkt, dass wir Deutschen hier alles normal machen. In Amerika kriegst du das Leitungswasser mit Eis umsonst im Restaurant. Und bei uns 5,20 Euro pro Glas. Dafür aber reich besetzt mit Mineralien aus den Alpen. Oder den Berliner Wasserhahn. Water is a human right. Solange man Hosen mit Taschen für Kleingeld hat. Und ein Bier ist ja auch Wasser. Ja. Und damit Vorurteil Nummer 5. Deutschland sieht so aus. Ja, wenn wir schon von Deutschlands Kulturschätzen reden, kommen wir nicht um diese fabelhafte Vorstellung rum. Und nein, das durchschnittsdeutsche Einfamilienhaus sieht leider nicht so aus. Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen, aber für uns sind solche Innenstädte auch nicht die Norm. Weimar! Ich fänd's ja auch schön, wenn ganz Deutschland so aussehen würde. Und ja, wir haben in unserem Ländchen 25.000 Burgen und Schlösser, aber auch nur, weil wir echt viel Zeit hatten, die zu bauen. Das hier ist zum Beispiel Schloss Neuschwanstein. Ihr kennt das als Disneys große Abpause. Ich hab das noch nie in echt gesehen. Das ist das große deutsche Schloss, aber nur außerhalb von Deutschland. Das fast in Österreich ist. Dieses Bild von Märchenschlössern kommt aus einem Jahrhundert, das schon mehrere Jahrhunderte alt ist. Wisst ihr, wie Deutschland für mich, also quasi einem Semi-Stadtkind, aussieht? So. Vorurteil vom prinzessinnenhaften Umfeld in Deutschland. Naja, schau mal aus dem Fenster, sieht das so aus? Und damit Vorurteil widerlegt. Ha! Hier ist alles hässlich. Ha! Oh. Und nachdem wir jetzt zweimal schon über Deutschland gesprochen haben und ich dabei viel auf amerikanische YouTube-Videos zurückgegriffen habe, was ist, wenn wir diesen Spieß mal umdrehen und unsere Vorurteile gegenüber unseren US-Freunden überprüfen? Sind Amerikaner vielleicht ein bisschen blöd? Essen die Amerikaner wirklich zu viel Fastfood? Darf man in Amerika wirklich eine Woche vorher alles Gute zum Geburtstag wünschen, ohne dass das Pech bringt? Was denkst du über Amerikaner? Das Land, die Kultur, die Krankenversorgung? Schreib mir deine Stereotypen mal in die Comments. Bei genug Input können wir dazu ja mal ein Video machen. Und hier geht's zum vielleicht letzten Teil oder einem anderen Video. Ich würde draufklicken, weil das ist hier die Regel. Das ist eine deutsche Tradition.